Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Guten Abend, liebe Zuschauer, und ganz herzlich willkommen zur Sportshow auf Rhein-Main-TV. Bevor wir so richtig loslegen, erstmal ein kleiner Themenüberblick. Starke Leistung. Frankfurter Löwen schlagen Kassel Huskies im Derby deutlich mit 4:1. Starker Hesse. Freerider Felix Wiemers aus Biedenkopf mit gutem Ergebnis bei World Tour Auftritt in Chamonix. Wenn unsere beiden heimischen Eishockey-Rivalen, also die Löwen aus Frankfurt und die Kassel Huskies, im September dieses Jahres aufeinandertreffen, dann wird es was ganz Besonderes geben. Das Spiel soll nämlich tatsächlich in der Commerzbank Arena stattfinden. Ja, da könnten dann auch mal richtig viele Zuschauer kommen. Jetzt war aber gerade noch mal ein Derby. Das war noch mal am Ratsweg in Frankfurt, und zwar jetzt am Wochenende. Christian Seelmann berichtet, was sich da zugetragen hat. Beste Derby-Stimmung in der Frankfurter Eissporthalle. Kurz vor den Playoffs wird nicht nur das Eishockey härter, sondern jeder einzelne Punkt wird wichtiger. Die Gastgeber in Schwarz legten gleich los wie die Feuerwehr. Frankfurt mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und dann ist es Richie Müller per Schlagschuss zum 1:0. Keine zwei Minuten später dürfen die Löwenfans erneut jubeln. Nico Aubry fälscht den Schuss noch erfolgreich ab und die Gastgeber erhöhen auf einen 2-Tore-Vorsprung. Kassel mit einer desolaten Leistung im ersten Viertel, sodass die Südhessen kurz vor der ersten Pause noch einmal zuschlugen. Frankfurt wieder in Überzahl und wieder erfolgreich. Matt Tomassoni, der ehemalige Kassler, mit seinem Schlagschuss zum Pausenstand von 3:0. Der zweite Abschnitt sollte wesentlich ausgeglichener werden, aber auch hier waren es die Gastgeber, die zuerst jubelten und ihren Vorsprung weiter ausbauten. Das Powerplay der Löwen an diesem Tag einfach unglaublich effizient. Frankfurt nutzt wieder eine numerische Überzahl und erhöht auf 4:0. In der 35. Spielminute allerdings musste sich Löwentorhüter Tyler Plant zum ersten Mal in diesem Spiel geschlagen geben. Die Huskies konnten auf 4:1 verkürzen. Und da dieses Derby den Fans alles bieten sollte, was zu einem richtigen Derby dazugehört, so gab es auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, die natürlich auf dem Eis geklärt werden musste. Mit dem Spielstand von 4:1 ging es auch ins Schlussdrittel. Allerdings sollten hier keine Tore mehr fallen. Auch wenn die Löwen durch Marc Schaub noch einmal zu einer guten Chance kamen, änderte sich der Spielstand nicht mehr. Frankfurts Trainer Rich Czernomatz konnte zufrieden sein. Und Löwenkapitän Patrick Vogel bedankte sich bei Kassels Topscorer Chaney McQueen noch höflich für die 3 Punkte. Torhüter Tyler Plant zu seinem Siegestänzchen ansetzte. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause, sind aber gleich schon wieder da, dann mit diesem Thema. Starker Hesse. Freerider Felix Wiemers aus Biedenkopf mit gutem Ergebnis bei World Tour Auftritt in Chamonix. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.
Willkommen zurück zur Sportshow auf Rhein-Main-TV, liebe Zuschauer. Bei mir jetzt zu Gast Felix Wiemers, unser Hesse im Tiefschnee. Du bist Freerider und fährst bei der Freeride World Tour mit. Dabei kommst du aber aus Biedenkopf, ne? Wie kann man sich das denn erklären? Da gibt's doch nur die Sackpfeife. Ich habe Skifahren eigentlich nicht auf der Sackpfeife gelernt, sondern bin eigentlich so viel wie es geht in den Alpen unterwegs und das schon seit vielen Jahren. Und ja, die Sackpfeife ist natürlich wunderschön und ich bin immer wieder gern zu Hause, aber zum Freeriden bietet es sich nicht so an. Wie ist das so, wenn man sich in den Schnee stürzt? Ist das irgendwie ein Riesenabenteuer oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da Angst? Angst nicht, aber einen gewissen Respekt sollte man auf jeden Fall mitbringen, einfach um mit den Naturgewalten umzugehen und das alles sinnvoll zu handeln. Wir werden uns jetzt erstmal einen kleinen Beitrag anschauen und zwar war eine Tour, der Freeride Tour in Chamonix in den französischen Alpen und da hat Felix Wiemers auch mitgemacht. Felix Wiemers nach dem ersten Tourstopp in Andorra auf Platz 13, was ihn weder besonders glücklich noch extrem enttäuscht hatte. Aber etwas weiter nach vorne dürfte es schon noch gehen. Beim zweiten Tourstopp der Freeride World Tour hatten die Fahrer beste Bedingungen. Auf 2400 Meter Höhe vor der beeindruckenden Kulisse des mächtigen Mont Blanc im Skigebiet La Flégerie. Ja, das Face ist nicht übel. Also es zieht sich zwar so ein bisschen nach rechts rüber, aber es hat viele Features und vor allem der Schnee war heute gut. Von daher hat es mir Spaß gemacht zu fahren. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die Fahrer in der Nähe von Chamonix beste Bedingungen. Auf einer 350 Meter langen Spielwiese konnten sie sich hier austoben. Felix Wiemers aus dem mittelhessischen Biedenkopf zeigte gleich einen Sprung über ein kleines Cliff. Leichte Vorlage bei der Landung, aber sonst ohne größere Probleme. Dann geht es aus Sicht der Zuschauer weiter nach rechts zu den nächsten Felsen. Auch dieser Sprung souverän, aber auch ohne etwas Besonderes zu zeigen. Ja, ich bin meinen Line runtergefahren, war jetzt nicht so mega schnell, deswegen nicht so einen Megascore bekommen, aber ich bin jetzt glaube ich, irgendwo im Mittelfeld. Hab keinen großen Fehler gemacht und stehe jetzt da. Von daher passt es erstmal. Vielleicht hätte dem Lauf der eine oder andere Backflip ganz gut getan. Denn immerhin will Felix auch beim Finale in Verbier mit dabei sein. Und dafür qualifizieren sich nur die besten 12 Fahrer. Wiemers nach dem ersten Tourstopp 13. Also muss er etwas aufholen, wenn auch nicht viel. Ja, der Plan war eigentlich jetzt nicht Vollgas anzugreifen, aber vielleicht war es ein bisschen zu mellow, was ich gezeigt habe. Ich weiß es noch nicht. Am Ende erreichte Felix Wiemers beim zweiten Tourstopp den 15. Platz, was aktuell auch sein Platz im Gesamtranking ist. Anfang März geht es weiter. Dann muss Wiemers in Fieberbrunn in Österreich Gas geben, um beim großen Finale in Verbier wieder mit dabei zu sein. Tja, Felix, 15. bist du geworden. Bist du zufrieden damit? Nee, es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wollte schon ein bisschen weiter vorne landen, aber manchmal ist es eben so im Sport. Was ist schiefgelaufen? Hast du irgendwie die Tricks nicht hingekommen, die du machen wolltest? Oder bist du ins Straucheln geraten? Ich habe eigentlich vorher ein bisschen was anderes geplant gehabt. Ich wollte dann in dem einen Felsen einen Backflip springen und bin dann drauf zugefahren, war mir irgendwie nicht ganz sicher. Dann bin ich einfach nur gerade drüber. Das hat natürlich schon gut Punkte gekostet, die ich vorher eingeplant hatte. Und insgesamt, wenn man so ein bisschen was im Lauf umstellt und sich nicht ganz sicher fühlt, dann fährt man einfach nicht so schnell, ist nicht so zügig unterwegs. Ja, und ich muss einfach beim nächsten Run ein bisschen mehr angreifen und ein bisschen mehr Gas geben und dann ist auch wieder mehr drin, definitiv. Also, auf die Geschwindigkeit kommt es ja nicht an. Es geht tatsächlich um die Schönheit, die Ästhetik der Sprünge und die Anzahl auch der Sprünge. Also es wird keine Zeit genommen, es wird nicht geschaut, wer wie viel Zehntelsekunden vielleicht schneller war. Es ist eigentlich eher so, wie flüssig ist der Run gefahren. Das heißt, man sucht sich seine Linie am Berg raus, oben ist nur Start, unten ist das Ziel. Und dann wird geschaut, wer fährt besonders flüssig seine Sprünge, wer kombiniert das schön. Wer zwischendurch stehen bleibt und schaut, was kommt als nächstes, sich ein bisschen unsicher ist, so wie ich es in Chamonix war, der kriegt natürlich Punktabzüge. Also es ist entscheidend, wie flüssig der Run passiert. Und dann, klar, wer macht wie viele Sprünge, wer springt besonders hoch, wer macht einen schönen Trick und wer landet das auch dementsprechend, der bekommt natürlich besonders gute Punkte. Und meldest du es dann vorher an und sagst, ich mache jetzt das und das und das und das und dann sagen die, okay, gucken wir es uns mal an oder machst du einfach, du fährst da runter und dann sagen die, wow oder schlecht? Oder? Genau. Also es weiß keiner vorher, was ich für einen Plan habe, außer ich selbst. Und ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, aber von der Jury jetzt nicht, es gibt keine offizielle Anmeldung.
Und aber die bewerten das relativ objektiv oder ist das eher eine subjektive Geschichte? Also man stellt sich vor, wenn es um Ästhetik und Schönheit geht, dann kann man ja keinen Katalog haben, wo man sagt, okay, das gibt den und den und den Punkt. Also man probiert das so gut wie es geht natürlich fair zu machen und da objektive Maßstäbe anzusetzen. Aber klar, es ist wie in vielen Sportarten, wo einfach so die Ästhetik bewertet wird, immer wieder schwierig und es gibt Diskussionsbedarf. Und das ist wahrscheinlich ganz normal. Und wie ist das bei euch? Seid ihr da auch so eine Familie? Ihr kennt euch wahrscheinlich alle untereinander recht gut. Die einzelnen Fahrer, so viele gibt es da gar nicht, ne? Wir sind ja 26 Skifahrer und klar, das ist wie so eine Schulklasse, wenn wir unterwegs sind. Jetzt, ich bin das dritte Jahr auf der Tour dabei. Wenn man jetzt zum ersten Stopp wiederkommt und trifft alle wieder, das ist wie wenn man aus den Sommerferien gekommen ist. Und klar, das sind natürlich Freundschaften entstanden, wenn man länger unterwegs ist zusammen. Und ja, ich freue mich auch jetzt, wenn es in Fieberbrunn bald weitergeht. Ja, okay. Das ist, wo liegt das nochmal genau? Das ist in der Nähe von Kitzbühel. Mhm. Wo sind denn die Paradiese für euch? Es gibt ja nicht so wirklich viele Möglichkeiten, wo man dieses Freeriden im Tiefschnee so richtig schön machen kann an den richtigen Felsvorsprüngen. Der erste Stopp war jetzt in Andorra, das heißt in den Pyrenäen. Und jetzt zuletzt waren wir in Chamonix unterwegs. Und danach geht es noch nach Alaska, das heißt in Nordamerika, ein bisschen weiter weg. Und der große Abschluss ist dann in Verbier in der Schweiz. Insgesamt bieten sich die Alpen besonders gut an. Also da hat es extrem viele wirklich Top-Berge zum Freeriden. Aber klar, Nordamerika, auch in Russland. Es gibt weltweit einige gute Spots, wo man Freeriden gehen kann. Ich war jetzt auch kürzlich in Japan gewesen, habe ziemlich viel Schnee gefunden. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich in Tiroler Raum zurückkomme. Und ja, da fahre ich einfach besonders gern. Zu Hause ist doch am schönsten, dann sind die Alpen auch so ein bisschen dein Zuhause, neben Biedenkopf, kann man schon so sagen. Genau, ne? Ja, im Sommer wohne ich in Biedenkopf und im Winter bin ich eigentlich komplett in den Alpen und von da aus weltweit unterwegs. Ja. Jetzt ist es ja so, das Ganze ist nicht ganz ungefährlich, das haben wir ja schon angesprochen. Wie gefährlich ist es wirklich? Also du bist auch mal auf die Schnauze gefallen, kann man nicht anders sagen. Wahrscheinlich passiert dir das häufiger mal, aber einmal auch so richtig. Ja, und das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen. Das war im vergangenen Jahr. Da gab es einen heftigen Sturz von Felix Wiemers. Tja, Felix, krasser Sturz. Du siehst noch einigermaßen normal und gesund aus. Was ist passiert bei dem Sturz? Ja, wie man sieht, habe ich mich einige Male überschlagen und dann geht es auch über Felsen. Und das war natürlich so nicht geplant, logisch. In dem Moment ist man ein bisschen hilflos, aber ich bin eigentlich relativ glimpflich davongekommen. Also ich konnte am Abend wieder normal stehen und habe auch noch ein Bierchen in der Bar getrunken, um wieder zur Ruhe zu kommen. Aber ich hatte die Knie ein bisschen dick und hier und da ein paar blaue Flecken, aber es ist nichts besonders Schlimmes passiert. Also ich bin echt mit einem blauen Auge davongekommen, kann man sagen. War es ein Schuss vor dem Bug, kann man auch sagen, eine Warnung? Bist du seitdem vorsichtiger geworden oder was war passiert? Man muss sich ja so vorstellen, wenn der Wettkampf abläuft, dass man einen kompletten Tag Zeit hat, sich den Hang anzuschauen von gegenüber. Das heißt, man steht da mit dem Fernglas und betrachtet sich das. Und ich wusste, dass es da eine Linie gab, die sind schon viele gefahren. Und ich wollte ein bisschen was daneben fahren und ein bisschen mehr riskieren. Und ich habe dann so einen Doppelsprung genommen, erst über einen Felsen, zwischengelandet über noch einen Felsen. Und dann sieht man das ja bei dem Sprung ganz gut. Danach fahre ich ein bisschen auf einem Ski, verliere die Balance und dann geht es vorne über. Ja, vielleicht habe ich es mir einfach nicht gut genug angeschaut, weil der Hang, der Absprung und die Landung haben nicht so gut zusammengepasst, wie ich es vorher gedacht hätte. Und ja, so ist es dann halt passiert, dass ich mich da ein paar Mal überschlagen habe. Aber vorsichtiger bin ich jetzt eigentlich nicht geworden. Also jetzt nicht, dass ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe und denke, boah, das kann passieren. In dem Moment war es natürlich schon ein großer Schreck, wenn man sich da überschlägt, ist man einfach hilflos, man kann nicht viel machen. Muss dann hoffen, dass einfach nichts Schlimmes passiert. Und dass die Retter auch in der Nähe sind, falls man irgendwie nicht mehr von selbst aufsteht. Ne? Das ist ja auch, aber das ist wahrscheinlich sehr gut abgesichert alles. Ich nehme an, da ist sehr, sehr viel drumherum bei so einem Wettkampf. Also gerade in der Wettkampfsituation ist eigentlich so, dass das die sichersten Abfahrten des Jahres sind. Also da sind
Ersthelfer natürlich direkt vor Ort. Die Lawinensituation ist lange abgeklärt. Das heißt, man hat da wirklich lokale Experten, die lange schon die Hänge überprüfen, dass das dann an dem Tag auch wirklich optimal ist, dass man nicht davon ausgehen muss, dass eine Lawine abgeht. Also die Sorge ist man einfach los. Wenn wir jetzt so zum freien Fahren gehen, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, wenn wir zum Training losziehen, dann muss ich die Aufgabe halt immer selber erfüllen. Das heißt, ich muss selber schauen, wie ist die Lawinensituation, ich muss es selber einschätzen. Und dann lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als zu viel zu riskieren, weil dann die Folgen einfach verheerend sein könnten. Hast du denn schon schlimme Sachen erlebt, also auch jetzt in deinem Umfeld, wenn man da so in der Szene, sag ich mal, drin ist? Hast du schlimme Stürze gesehen mit wirklich schlimmen Verletzungen auch? Einen besonders schlimmen Sturz live gesehen habe ich jetzt noch nicht. Also es sind eher so die, in Anführungsstrichen, Skiklassiker, dass das Kreuzband reißt, was jetzt bei den alpinen Rennläufern auch nicht anders ist. Einen Lawinenabgang habe ich jetzt auch live noch nicht miterlebt, dass jemand wirklich in der Lawine festsaß und ausgebuddelt oder geborgen werden musste. Und selber musste mich auch noch keiner retten. Also das ist bisher gut gelaufen. Aber klar, man kriegt es natürlich immer wieder mit, gerade wenn man in der Szene unterwegs ist und sich damit beschäftigt, dass was passiert. Es passiert definitiv immer wieder was. Und ja, man kann einfach nicht vorsichtig genug sein und vor allem sich immer wieder fortbilden und informieren, dass man die Gefahr möglichst minimiert. Jetzt sagst du, du hast so eine Lawine, wo jemand verschüttet wurde, noch nicht miterlebt. Dabei ist es ja das, was der Laie immer denkt, wenn da jemand von so einem Berg in den Tiefschnee springt. Das ist Lawinengefahr pur, das ist unverantwortlich, da löst man Schneebretter aus. Scheint aber gar nicht so zu sein, zwangsläufig offenbar. Also man kann die Gefahr nie zu 100% abstellen. Also man kann nicht sagen, die sagen, wird jetzt hundertprozentig nicht rutschen und da passiert auf keinen Fall was. Man muss einfach probieren, das sinnvoll zu machen. Morgens den Lawinenlagebericht zu lesen, da gibt es immer lokale Zentren, die einem da Möglichkeiten geben, dass man das einschätzen kann und dass man weiß, wie ist gerade die Situation, vor allem wenn ich neu irgendwo in ein Skigebiet hinkomme, wo ich vorher jetzt nicht gewesen bin. Und das ist auf jeden Fall ganz entscheidend, dass man sich da schlau macht und dann auch einfach dran hält und nicht denkt, okay, der Schnee sieht jetzt so gut aus, fahren wir es doch einfach. Weil dann ist natürlich die Gefahr besonders hoch, dass was passiert, klar. Ja, und die Rennleitung wird wahrscheinlich auch so ein Rennen mal absagen, wenn da eine besonders hohe Gefahr ist an dem Tag. Genau, es wird entweder verschoben oder eventuell wird auch abgesagt, ist auch schon vorgekommen, genau, wenn es zu extrem ist. Man hat ja für so einen Wettkampf immer eine Woche Zeitfenster. Das heißt, in der Woche wird dann der beste Tag ausgesucht. Zum einen vom Wetter her, dass Sonnenschein ist, dass man dementsprechende Sichtverhältnisse hat, weil das ist ganz entscheidend bei uns, dass man einfach auch sieht, wo man hinfährt. Und natürlich die Lawinengefahr kommt auch dazu. Jetzt müssen wir auch nochmal, also bei diesen ganzen Gefahren, du hast eine Freundin und wahrscheinlich besorgte Eltern. Jetzt sag mir mal, sagen die nicht irgendwie, jetzt mach mal was anderes, spiel mal lieber Schach oder so? Meine Freundin fährt selber auch noch aktiv, also die ist häufig dabei, das hilft natürlich, klar, und ich bin auch froh, dass wir das zusammen machen können. Und ja, meine Eltern, meine Mama ist schon ein bisschen besorgt, wenn sie sich jetzt so einen Wettkampf anschaut, dann kann sie wahrscheinlich auch nicht immer hinschauen. Aber muss auch sagen, dass die mich zum Skifahren gebracht haben, meine Eltern. Also die sind auch beide begeisterte Geländefahrer und wenn der Schnee gut ist, fahren die auch mal gern ein bisschen neben der Piste. Nicht so extrem, jetzt nicht mehr mit den Sprüngen, aber ja. Ich glaube, ihnen habe ich denn die Leidenschaft auch zu verdanken. Ja, das ist, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Ja, und wir machen jetzt noch eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da mit Felix Wiemers. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Willkommen zurück zur Sportshow, liebe Zuschauer. Heute mit Felix Wiemers, dem einzigen Hessen, der
auf der Freeride World Tour mitmacht. Felix, sag mal, du hast es eben schon angesprochen, wenn ihr so einen neuen Berg runterfahrt, zum Beispiel jetzt in Chamonix, ihr dürft da nicht einfach schon mal vorher 10-mal Probe runterfahren und ein bisschen üben, oder? Das läuft anders ab. Nee, es ist wirklich so, dass man eine Chance hat und das ist dann wirklich auch der Wettkampf und es gibt auch keinen zweiten Versuch. Da muss es dann passen. Das heißt, man macht sich vorher wirklich lange Gedanken, plant das, überlegt sich im Kopf, wie sieht der Hang wirklich jetzt von oben aus, weil wenn man sich vorher von gegenüber anschaut, da sieht so ein Berg doch anders aus, als wenn man dann oben im Starttor steht und schaut sich dann von oben das an. Und dann ist die große Kunst, einfach genau die Linie zu finden, die man sich vorher überlegt hat und das dann auch dementsprechend gut abzufahren. Was ist dann meistens anders? Es kommt dann meistens anders, wenn man wirklich runterfährt. Es ist zum Beispiel doch irgendwie steiler oder da ist ein Felshang, den man nicht gesehen hat? Oder dass es wirklich steiler ist, ist eigentlich selten. Das kann man ganz gut einschätzen. Was manchmal wirklich schwierig ist, sind so die Dimensionen, dass man überlegt, wie hoch ist jetzt dieser Fels, wo ich da runterspringen will. Man orientiert sich an Bäumen daneben, aber man kann sich vorstellen, so eine Tanne, die sieht relativ gleich aus, ob sie jetzt 5 Meter oder 15 Meter hoch ist. Übertrieben jetzt formuliert. Genau, man hat schon eine Idee, wie hoch ist so ein Fels, wie hoch sind die Sprünge. Aber manchmal kommt es dann doch eben ein bisschen anders. Und die Perspektiven täuschen einfach. Besonders schwierig ist einfach, wenn der Hang rollt. Das heißt, wenn man erst ein relativ flaches Stück hat und dann wird es steiler danach, dann kommt man zu dieser Kante hin und sieht dann erst ziemlich spät, was als nächstes kommt. Und die Stellen sind besonders schwierig, sich zu orientieren. Es sieht auch manchmal so aus, als wären die Fahrer auf der Tour so fast im freien Fall, könnte man sagen. Ist das wirklich so, also dass dann manchmal so 5 Meter oder so einfach mal gestürzt und dann wieder aufgefangen wird? Und wie schafft man das denn dann, auf den Skiern zu bleiben? Also dass man jetzt stürzt und danach weiterfährt. Also stürzt im Sinne von mal so ein 5 Meter in die Tiefe geht, Sprung macht. Ja. Ja, also man hat schon auch deutlich höhere Sprünge. Also das ist jetzt keine Seltenheit, dass man auch einen 15 Meter Abhang runterspringt und dann in eine steile Landung. Das muss halt eben alles zusammenpassen. Das ist die Kunst der Besichtigung. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, 15 Meter ins Flache, das geht natürlich schief. Aber wenn man eine schöne steile Landung hat, ähnlich wie bei einem Skispringer, das muss halt zusammenpassen, dann kann man das auch wunderbar fahren. Aber Trickski ist es ja auch nicht so wirklich. Also es geht jetzt nicht darum, Salti heißt es ja korrekt, zu machen, sondern schon irgendwie einen gesamten Flow zu haben. Ne? Ja, der Gesamteindruck zählt, aber wenn man natürlich irgendwo einen schönen Salto einbaut, gibt es natürlich extra Punkte auf jeden Fall. Wunderbar. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Tour? Also Chamonix war jetzt vor 2 Wochen. Was kommt denn als nächstes und was habt ihr noch vor? Nächstes Wochenende geht es dann nach Fieberbrunn und da probiere ich besonders gut zu fahren. Zurzeit bin ich im Gesamtranking auf Platz 15 und die besten 14 fahren dann weiter nach Alaska. Und das heißt, ein Platz muss es nach vorne gehen, das ist aber möglich. Da will ich dann mal voll angreifen und dann nach Alaska steht noch das große Finale in Verbier an. Da war ich letztes Jahr dabei, wo ich dann ja leider gestürzt bin. Das würde ich natürlich gerne zeigen, dass ich das besser kann. Aber du fährst wieder. Also klar, ich wollte gerade sagen, keine Angst vor dem Berg jetzt, weil der Sturz mal da war. Nee, so ein Sturz gehört einfach auch mal dazu wahrscheinlich, ja. So ein Sturz macht sich immer besonders gut im Bewegtbild. Du machst gerade an einem Filmprojekt mit, beziehungsweise an einem zweiten schon. Was macht ihr denn da? Genau, wir haben über die letzten Winter schon immer mal viel gefilmt mit einem befreundeten Filmer. Und haben letztes Jahr einen Film rausgebracht, der Profile Characters on Skis heißt. Den findet man auch online, das ist so eine Viertelstunde. Und davon filmen wir jetzt gerade das Nachfolgeprojekt. Wir haben letztes Jahr sogar einen internationalen Preis gewonnen dafür, unter Skifilm. Okay. Genau, da gibt es so ein extra Festival, wo Skifilme vorgestellt werden. Und dieses Jahr gehen wir es noch ein bisschen größer an, es soll ein bisschen länger werden, ein bisschen exotischere Destinationen. Wir waren in Japan zum Filmen, zurzeit sind wir im Alpenraum unterwegs und haben auch noch weitere Pläne und Ideen, wo es noch hingehen soll. Und probieren dann da über den kompletten Winter mit 6 Fahrern ein cooles Video zu produzieren, was dann im Herbst erscheinen wird. Ja, und wo findet man das dann und weißt du schon, wie es heißt? Und den Namen habe ich jetzt noch nicht, ich weiß es auch noch gar nicht. Das entsteht wahrscheinlich jetzt währenddessen. Wird man bei mir auf der Facebook-Seite finden. Wenn man mich so ein bisschen verfolgt, dann ist man immer up to date. Wir werden Sie da auch noch informieren, auf jeden Fall. Wenn wir da mehr zu wissen, jetzt stelle ich mir die Frage, wie läuft das ab bei so einem Film? Da muss der Kameramann ja eigentlich auch ein Profi sein, ne? Weil der fährt ja nebenher manchmal auch und so. Oder wie macht ihr das da? Ja, ist manchmal nicht ganz leicht, den Kameramann dann an den richtigen Punkt zu bringen, dass der von da auch filmen kann, weil es soll ja auch gut aussehen. Das heißt, er steht nicht neben uns, sondern irgendwie gegenüber oder im Hang. Das muss alles zusammenpassen, das muss sich genau überlegen. Der muss dementsprechend ein sehr guter Skifahrer sein, muss sein ganzes Equipment mitnehmen, weil der hat die Kamera auch noch dabei, zusätzlich zu dem ganzen Lawinen-Equipment, was jeder sowieso immer dabei haben muss.
Man muss die Fahrer koordinieren, dann ist man natürlich über Funk in Verbindung, weil man steht relativ weit auseinander. Und ja, dann hofft man dann, wenn man dann den Versuch am Hang hat, wo der Schnee schön frisch ist, dass dann alles passt. Wenn man es dann verbaselt, dann muss man sich einen anderen Berg suchen, weil dann sieht es einfach nicht mehr so schön aus, wenn man die zweite oder dritte Spur im Hang ist. Ich dachte immer, Tiere filmen sei schwierig oder Kinder zum Beispiel, aber ich merke gerade, es gibt noch andere Herausforderungen in dieser Welt des Filmens. Also Skifahren, Filmen ist auch unglaublich schwierig. Wenn du mal zum Beispiel in so einem Film einen Sturz machen sollst, würdest du den auch hinkriegen, so sagen wir mal gefaked? Nee, wäre ich jetzt auch gar nicht dran interessiert, muss ich sagen. Also wenn's, das passiert sowieso mal während des Films. Also wenn man sich das alte Video anschaut, da sind ein paar wunderbare Stürze zu sehen. Es ist zum Glück, wenn man das so sagen kann, wenn nichts passiert, dann ist es. Es ist zum Glück nichts passiert, aber das gehört einfach ab und zu dazu. Ja. Na gut, aber wir werden Sie informieren, wenn wir da mehr drüber wissen. Jetzt hätte ich aber gerne noch gewusst, es gibt auch Leute, die generell sehr wenig halten von der ganzen Sache, auch einfach aus dem Grund Lawinengefahr, Gefahr für andere Menschen und Umweltgründe, Schutzgründe. Macht ihr da manchmal auch was kaputt, wenn ihr diese Tiefschneehänge runterfahrt? Also zum einen zum Umweltschutz auf jeden Fall zu sagen, dass man sich sehr viel überhaupt über der Baumgrenze aufhält. Das heißt, man kann jetzt nicht wirklich Pflanzen zerstören. In den Skigebieten gibt es häufig auch einfach Stellen und Bereiche, die als Rückzugsraum für die Tiere ausgeschrieben sind. Und da sollte man dann auch einfach nicht reinfahren und das auch respektieren. Und wenn man sich daran hält, dann ist eigentlich die Umweltgefahr nicht extrem. Also es ist... Also wir laufen sehr viel hoch. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit im Helikopter sitzen, sondern es ist auch wirklich so, dass wir einen relativ bewussten Umgang mit der Natur haben. Es ist jetzt nicht wie beim Pistenskiläufer, dass wir die ganze Zeit die Lifte benutzen. Natürlich auch, aber einfach auch dadurch, dass viel gelaufen wird, glaube ich, dass insgesamt die Umweltbilanz gar nicht so schlecht ist von dem, was wir da machen. Es ist ja auch ein schönes Naturerlebnis, wenn man da auf dem Berg ist. Das will man ja auch nicht zerstören, sage ich mal. Da habt ihr ganz andere Pläne als Natur. Deswegen sehe ich die Gefahr, dass wir jetzt andere in Gefahr bringen, die ist eigentlich relativ gering. Also es ist jetzt nicht so, dass wir direkt neben der Piste über anderen Pisten fahren, wo man denkt, okay, da bringe ich jetzt andere in Gefahr. Also wir sind immer so ein bisschen weiter weg und wollen auch unsere Ruhe haben. Und ich glaube, dass wir da niemand anderen eigentlich wirklich stören. Super. Ja, Felix, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Ja, und liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss. Die Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.